zu Thief 2, Shadows of the Middle Age, ihr kleinen Frau. Thief 2 X. Chicken verkackt. Kleine Freunde der Nacht, ja. Ich verkacke. Ich sollte ins Hotelzimmer gehen und schlafen. Oder ins Innenzimmer. Tu ihr Ruhm. Ja. Ruhm. Aber er steht auf der Karte nicht. Auf der Karte steht Inn. Ja, ist ein Inn. Ja, vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar weitere Kanalisationseingänge, die andere Sachen beinhalten. So jetzt wieder eine Abenteurer Willi. Wovon ich dachte eigentlich, hey Chicken, dein Weg in die Kanalisation, den du genommen hast und die Spinne ertrunken ist. Da ist überall Exes. Du stehst ja immer noch hier. Sag mal, was bist du für eine Mutter? Dein Kind friert. Warum muss es draußen schlafen? Schrecklich. Wieso läuft hier ein Hamarit rum? Hat sich das jetzt rumgesprochen, dass ich... Naja. Trespassing gemacht habe? Ich muss darüber! Los, kletter das Efeu hoch! Es geht nicht! Das hatte ich aufgemacht, ja. Ja! Das hat sie, Chicken! Was war das ein Geräusch? Nichts, du bist zu paranoid. Es ist meine Aufgabe, paranoid zu sein. Weißt du das denn nicht? Ist dir dies nicht bewusst? Sieht überall... Ich traue den Sachen nicht. Die werden mich doch sicherlich angreifen wollen. Weil das ist ja sowieso vorne mein Zimmer. Tschüss, ihr Flaschen! Ding! Home sweet home! Na, mal schauen, wie es dann weitergeht. Werden die Hamarien jetzt stürmen? Den Candy Shop? Dann auch hier die Schmugglerhöhle? Und die ganzen Schmuggler auslöschen? Eins von vier Secrets? Was? Bin ich jetzt ein bisschen entsetzt? Oh, 900 von 1000. Ja. Wahrscheinlich gab es irgendwo noch eine Möglichkeit in Transition. In anderen beiden Kanalisationsabschnitten. Ich dachte ja, jeder Kanal ist mit allem verbunden. So ein großes Kanalisationssystem, aber nein. Naja, ist auch egal. Wenigstens habe ich 90%. So, lehnen wir uns zurück und genießen die Show. Bitte kein Uhren ticken, ich bin allergisch dagegen. Das Ticken dieser Uhr könnte glatt mit dem meiner Uhr... Also, wenn ich den Sekundenzeiger meiner Uhr, der neben mir steht, angucke. Könnte es gar von der Uhr sein, aber ist es ja nicht.
used to stand on the bow of my ship sometimes and stare across the water, imagining what new sights and experiences might await me in the city. I was so naive back then. A child. Soon, it will begin. The deception will be over, and Kadar avenged. I trust Cavador to get up early, so hopefully this mess will be over before anyone innocent gets hurt. I figure free traders would rather run like the cowards they are than fight. But if my deception works, then they're not going to have a chance. They have ships docked somewhere inside, and mine is among them from the way it sounds. I'll have to get a key from the shipping office safe to access the docks first. I can't wait to find it and get out of this evil place. It's as hollow as the people who inhabit it. I'll have to wait until the fight begins to get inside again, and I'll have to move quickly. If I wait too long, the Hammerites might claim some of the booty for themselves. Yay, wir stehen unser Schiff. Moment. Die haben es uns gestohlen. Ist es Diebstahl, Sachen zurückzustehlen, die ursprünglich uns gehört haben? Break back into Neeson's quarters and look for any information which may be of use. Neeson must have ordered Kedar's assassination. Make sure the bastard is dead. Das heißt, ich muss ihn töten. When you were here last, you read that the smugglers have your ship holded up somewhere. Find it. Ja, und stehl es zurück. Okay, das ist ein solcher Level. Das hatten wir ja auch in Thief 2. Als wir hier diesem einen Typen gefolgt sind. Ja, wir sind dem einen Typen gefolgt. Er weiß ja genau, wer gemeint ist, Chicken. Das war nachdem die ganze Sache mit Truart passiert ist, oder? Ja. Nach Truart. Alter, Alter, Alter. Ja. Two Caves. Great Hall. Ja, nehmen wir noch die Karte. Diesmal habe ich keinen Feuerfall ja verschwendet. So wie in Thief 2, The Middle Age. In dem einen Level, wo wir den Typen gefolgt sind, und dann ein Level später wir mit demselben Zeug, das wir da hatten. Ja, diesmal ist Dirk ein bisschen besser vorbereitet. Together we meet the Builder's Justice. We deliver the Builder's Justice. Okay. Da hat sich jemand ziemlich tot angehört. Beziehungsweise jemand ermordet. Die Pilze kann ich auch nicht mitnehmen. Oha. Oha, wie komme ich denn da hoch? Saya? Hochklettern. Gaspfeil.
Super! Ist eigentlich immer noch dieses eine Geräusch? Ich habe vorhin so ein Geräusch gehört. Ja, genau dieses Geräusch. Es hört sich an, als würde jemand schnarchen eigentlich, aber das könnte auch. Keine Ahnung. Wellen gegen Schiff. Hafen. Wer weiß doch schon. Ich will einfach weiter. Haben die jetzt aber nur einen Typen geschickt? Fällt nicht, dass da Blut liegt. Wieso ist der Typ eigentlich alleine? Oha. Oha. Ich habe nur gesehen, wie einer reingegangen ist. Kein Wunder, dass den Fall nicht aufsammeln will. Er ist zerbrochen. Ist das ein Film? Ach so, das ist Zaun? Ist das niedergetrampelter Zaun? Gitterchicken, nicht Zaun. Ist noch einen anderen Weg? Eigentlich ja nicht. Wie mache ich das denn jetzt mit? Das heißt, der Typ war wirklich allein und ist nicht weit gekommen. Muss man denn hier jetzt wirklich alles alleine machen? Könnte ja, wenn ich es schaffe zu treffen, mal so einen Confusing Arrow ausprobieren. Vielleicht tötet er ja in seiner Konfusarität ein paar seiner Leute. Wenn ich treffen würde. Chicken hat es nicht so mit Treffen. Ernsthaft. Und was machst du jetzt? Ich verstehe diese Confusion Arrows nicht. Der Barrick in der letzten Session hätte auch nichts gemacht, nachdem ich einen Confusion Arrow gegen ihn geschossen habe. Oder müssen mehrere Typen da sein, damit es wirkt? Habe ich die Notiz noch? Oder hast du die weggeworfen? Hat sie weggeworfen? Jetzt ein paar Noisemaker Arrows, ne? Vielleicht kann ich ja sagen, ey Typ, geh mal da hinten. Das sieht ihr nicht mal. Nö, ist normal. Irgendwas anderes nach ihm werfen?